In wenigen Tagen schließt die Kunstwerkstatt von Jürgen Hähnel im Buckauer Engpass. Aber keine Angst, im August geht es weiter. Zeit für eine kleine Rück- und Vorschau. Engagement zeigt Gesicht, hieß die letzte Ausstellung bei Jürgen Hähnel in der Kunstwerkstatt. Sie zeigte Porträts und kurze Interviews von freiwillig engagierten Jugendlichen aus jedem Landkreis Sachsen-Anhalts. Die Ausstellung entstand im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres. Und Inhalt dieses freien sozialen Jahres war eigentlich, war es in Sachsen-Anhalt zu recherchieren und zu gucken, junge Menschen, Jugendliche zu finden und zu porträtieren, die sich sozial engagieren. Das sind Menschen, die bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten, die beim Arbeiter-Samariter-Bund arbeiten oder ähnlichem. Und daraus entstanden ist eine Fotoporträtserie, verbunden mit jeweils einer Beschreibung der Tätigkeit, die diese Jugendlichen, jungen Menschen machen. Und wir unterstützen einfach dieses Projekt als, die Kunstwerkstatt nennt sich ja nicht ohne Grund auch Stadtteilgalerie. Und wir hatten immer so auch die Idee, nicht nur aktuelle bildende Kunst zu zeigen, sondern eben auch solche Projekte zu unterstützen und den Raum zu geben. Ganz, ganz viel Arbeit und ganz, ganz viel Spaß hat mir gegeben und einfach das Gefühl, dass das, was vor jetzt knapp 3 Jahren wir uns hier vorgenommen haben mit der Kunstwerkstatt, dass die Rechnung aufgegangen ist, dass die Kunstwerkstatt eine Galerie ist, die in Magdeburg bekannt ist und eine Vielzahl und Vielfältigkeit an Ausstellungen gebracht hat und dass sie eben zusätzlich, wie man es eben auch anhand dieser eben beschriebenen Ausstellung sieht, eben auch ein soziokulturelles Zentrum ist. Das heißt, wir machen hier auch Lesungen, wir machen hier Veranstaltungen vom Arbeitskreis Kunst und Psychoanalyse oder Kultur und Psychoanalyse in Sachsen, in Magdeburg und ähnliche Geschichten und einfach angekommen und es läuft. Ganz nah ist ja jetzt hier die Galerie Überfluss, 2 Häuser weiter und da gibt es eine ganz enge Zusammenarbeit, die auch sich auswirken wird oder dokumentieren wird in gemeinsamen Kunstaktionen oder Ausstellungen und ähnlichem. Und mit Kloster Bergestraße, wo sich jetzt inzwischen auch einiges angesiedelt hat, gibt es auch Zusammenarbeit. Es gab, da hat jetzt auch der Dr. Neumann hier vom Haus im Bund ja, vor ein paar Wochen diese Ausstellung mit ins Leben gerufen, die der Jochen Heite dann als Kurator gemacht hat, mit Buckauer Künstlerinnen und Künstlern. Und das, was es inzwischen hier an Vielfalt gibt, findet in letzter Zeit, aber auch in Zukunft immer mehr auch gemeinsamen Ausdruck und gemeinsame Aktionen, Ausstellungen und ähnliches. Das ist ein Malkurs, der nennt sich Buckauerin und Buckauer Malen und Zeichnen. Buckau, langer Rattenschwanz, ist ein Projekt, das läuft im Zusammenhang und ist gefördert im Rahmen von dem Projekt Stärken vor Ort, was gefördert wird vom Europäischen Sozialfonds und dem Bundesministerium für Kinder, Jugend, Familie und Soziales, glaube ich, und eben der EU. Und das läuft jetzt schon seit 4 Jahren immer für halbjährige Projekte. In diesem Jahr habe ich dann Antrag auch mal gestellt und mache eben diesen Malkurs an den Abenden zwischen 8 und 10 Buckauerinnen und Buckauer sich dran beteiligen. Und das wird, wie gesagt, finanziell gefördert vom ESF und von diesem Bundesministerium. Wird dann gipfeln im Oktober in einer Ausstellung, Gruppenausstellung, dass die Arbeitsergebnisse gezeigt werden in einer Ausstellung in der Kunstwerkstatt, begleitet von einem hochwertigen, vierfarbigen Ausstellungskatalog. Und das findet immer hier donnerstags bei mir statt. Und ich leite eben diese Menschen an und das sind alles Menschen, die seit ihrer Schulzeit nicht mehr
gemalt haben und es entstehen fantastische Geschichten einfach. Das ist, muss man einfach so sehen. Jetzt muss Jürgen Hähnel allerdings erstmal sehen, den Umzug über die Bühne zu kriegen. Der ist für die erste Augustwoche vorgesehen. Eröffnung in den neuen Räumen schräg gegenüber ist am 23. August. Am 26. August ist die Vernissage zu Fornamentik. Wir werden eine neue Fornamentik-Ausstellung präsentieren, nachdem wir nun schon in der Feuerwache im Moritzhof und auf der Halberstädter Straße ausgestellt haben, beziehungsweise in einem Haus innerhalb der Halberstädter Straße. Ja, sind wir jetzt hier in der Kunstwerkstatt in Buckau, die auch im August umzieht und mit uns sozusagen mit unserer Ausstellung neu eröffnet. 26. August, 19.30 Uhr wird es hier losgehen. Ich werde vielleicht auch das ein oder andere Liedchen auf dem Akkordeon spielen. Und ja, vor der Tür wird noch einiges stattfinden, dann auch im Anschluss, weil am nächsten Tag das Buckauer Stadtteilfest auch steigt. Da wird ja ein bisschen Betrieb sein. Ja, dann hoffen wir natürlich, dass einige Leute kommen und sich unsere Ausstellung angucken. Mein Anteil dabei ist, wie immer, also mein Anteil sind die Fotografien, die ursprünglich entstanden, um von Paul Gandhi überzeichnet zu werden. Ja, es werden einige Sachen dabei sein, die sozusagen noch nicht veröffentlicht sind. Ein paar Zeichnungen, das wird eigentlich das Besondere an der ganzen Sache sein, dass viel mehr als sonst zu sehen ist in der Ausstellung. Also nicht nur, was in den Kalendern drin ist, sondern eben auch, was so nicht veröffentlicht ist und bis jetzt ja eigentlich nur in Schönebeck mal ausgestellt war. Und dann ist es ja auch das Wichtige, dass wir dieses, unser neues Buch, unser Notatenbuch präsentieren. Das ist jetzt ein Beispiel. Das ist ein Modell. Ja. Ein Dummy. Ein Pappmodell. Das kann man auch aufklappen, wie mein mit Musterseite. Kompagnon sagt. Man kann es aufklappen. Man könnte es als Notizbuch bezeichnen, aber sehr individuell nutzbar. Es gibt Monatsübersichten und viel Freiraum für eigene Notizen. Man kann es als Tagebuch benutzen, man kann sich Informationen reinschreiben. Wie einem beliebt. Man kann sich es auch angucken. Man kann sich es auch angucken. Es ist im Prinzip eine Art Katalog, kann man schon sagen. Es ist fast alles drin, was bis jetzt entstanden ist, allerdings in Schwarz-Weiß. Also in den letzten Jahren hatten wir ja hier das Originalformat der entstandenen Bilder eigentlich. Und naja, das rechnete sich einfach nicht so. Außerdem wollten wir mal was Neues ausprobieren. Demzufolge wird es die Kalender in der Form nicht mehr geben und wir probieren das mal in diesem Format aus. Wahrscheinlich, also wir fokussieren so 15 Euro an. Also was vielleicht noch interessant ist zu erwähnen, ich habe mich ein paar Mal selbst rangewagt, mal Bilder zu überzeichnen, weil der Meister sagte, mach doch auch mal was, versuch's doch mal. Es werden zwei von den Bildern, die allerdings eigentlich farbig sind und letztendlich schwarz-weiß abgebildet sind, es werden zwei von den Bildern, ich glaube zwei waren es, in diesem Buch auch mit erscheinen. Die Bilder an der Wand sind in Originalgröße, sind die Originale. Ja. Also es ist hauptsächlich A4-Format, so der Großteil, und es gibt ein paar A3-Formate, ganz frühe Bilder. Kann man natürlich auch erwerben, eine Preisliste wird dann ausliegen. Aber bis es soweit ist, kann man sich in der Galerie Überfluss noch bis zum 15. August Malerei von Beate Schoppmann und Objekte von Patricia Kranz ansehen. Beate Schoppmann widmet sich in ihren Bildern Magdeburg auf ihre ganz eigene Weise. Und wenn Sie wissen wollen, woraus die Objekte von Patricia Kranz bestehen, es sind bunte Plastiktüten, die um ein Stahlgerüst angeordnet sind. Sie sollen die Thematik Umwelt und Konsum illustrieren.